Um den Außenspiegel zu demontieren, muss zuerst das Spiegelglas an der Unterkante eingedrückt werden. So gelangt man an die Clips hinter dem Spiegel. Lösen Sie die oberen Widerhaken heraus und schon lässt sich das Spiegelglas abnehmen. Auf der Spiegelrückseite gibt es insgesamt 4 Clips, die herausgedrückt werden müssen. Entfernen Sie vorsichtig die Kabel der Spiegelheizung. Dann müssen 3 Kreuzschlitzschrauben und 3 Widerhaken gelöst werden, damit sich der Spiegelrahmen abnehmen lässt. Ist der Spiegelrahmen demontiert, kann durch Ausklipsen von 3 weiteren Widerhaken die Außenhülle des Spiegels abgenommen werden. Nun müssen Sie die Verkleidung der Hochtöner an der Türinnenseite abnehmen. Stecken Sie das Boxenkabel ab und entfernen Sie auch die Abdeckung, mit der die Tür optisch an die Konsole anschließt. Legen Sie hier alle Kabel nach oben frei. Nun können die 3 Befestigungsschrauben des Außenspiegels gelöst werden. Achten Sie darauf, den Spiegel dabei festzuhalten. Sind die 3 Schrauben gelöst, kann der gesamte Spiegelapparat nach außen abgezogen werden.